Ja, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Michael Walser, ich bin von der Firma Sematicon und wir sind ein Unternehmen, das sich in erster Linie mit dem Thema IT-Sicherheit im Industrieumfeld beschäftigt. Wir sitzen in München und bieten Lösungen an, speziell für Herausforderungen im Bereich IT-Sicherheit aus Industrie und Elektronik und sind Hard- und Softwarehersteller. Fokussieren uns speziell auf den Bereich Kryptographie, das heißt unterstützen sozusagen alle Arten von Unternehmen, die im Hardware-Bereich, im Embedded-Bereich tätig sind, wenn es darum geht, ihre Firmware zu schützen, sogenannte Chiptunes und Ähnliches zu verhindern, um dabei erfolgreich zu sein. Sind also im Secure, Embedded und IoT-Design unterwegs. In den letzten Jahren hat sich allerdings eine Sparte bei uns besonders herauskristallisiert und daraus kommt auch unser Credo. Wir haben gesagt, wir lernen zwar von der IT, aber wir sollten nicht blind kopieren, weil wir in der Industrie ganz oft sehen, dass die Ausgangssituation komplett anders ist. Das liegt vor allem daran, dass im Industriebereich unserer Erfahrung nach in erster Linie die Verfügbarkeit, die Echtzeitfähigkeit, die Zuverlässigkeit und die Kompatibilität eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, es gilt das Credo Availability First. Und jetzt beginnen wir nach und nach im Bereich Industrie 4.0 die Anlagen immer weiter zu vernetzen. Egal ob SPS-Steuerungen, egal ob irgendwelche Anlagen, smarte Geräte finden immer mehr Einzug. Und wir gehen jetzt einfach hin und stöpseln Netzwerkkabel an. Die totale Vernetzung ist auf der einen Seite notwendig, hat aber auch gewaltige Nachteile. Wenn wir auf irgendeine Maschine oder auf irgendein Gerät zugreifen wollen, beispielsweise remote von einem anderen Standort aus oder zwischen den Netzen, dann läuft das klassischerweise heute so ab, dass wir irgendwo einen Maschinenpark haben, irgendwo ein Operator ist, der intern oder extern sitzt, der sich meist über klassische IP- oder VPN-Verbindung über irgendwelche Firewalls auf die Endgeräte entsprechend verbindet. Zugriffe auf nicht unterstützte Maschinen werden dort verboten und man bemüht sich, die Anlagen so gut als möglich zu isolieren. Was allerdings oft übersehen wird, ist, dass viele Komponenten beispielsweise gerade durch diese Vernetzung weg vom Inselbetrieb auch mit anderen Maschinen immer und immer mehr vernetzt werden und somit ergeben sich eine ganz gewaltige Anzahl von Problemen. Und wenn man so in den diversen Medien liest, dann sieht man überall irgendwelche Hackerattacken, Cyberangriffe und Ähnliches. Und wenn man sich überlegt, wo kommt das Ganze her, dann ist das eigentlich relativ einfach zu beantworten. Die Industrie hat unglaublich lange Standzeiten von Geräten und Maschinen und nutzt unter anderem noch einen Haufen alter Betriebssysteme und auch neue Anlagen sind teilweise unsupported. Das heißt, es gibt keine Unterstützung und Sicherheitsupdates mehr. Das heißt, wir haben Maschinen ohne Sicherheitsupdate draußen mit bekannten Schwachstellen. Durch dieses IP-Routing gefährden wir ganze Netzwerke und wir haben keine Autorisierung und Kontrolle. Eine klassische SPS zum Beispiel, wenn ich Zugriff habe, kann ich dort alles machen. Da gibt es kein Benutzermanagement. Und die Client-Computer kenne ich meistens auch nicht. Das heißt, wenn externe Dienstleister auf meine Anlagen zugreifen, weiß ich eigentlich gar nicht, was auf den Computern oder Geräten wirklich läuft. Das heißt, wir haben gesagt, wir müssen dieses Thema IP-Routing einfach stoppen. Und sagen zwar, Firewalls sind wichtig, schützen aber nicht bei Lücken oder Fehler im Protokoll, besonders von bekannten alten Anlagen. Das heißt, neben den Säulen der IT-Sicherheit, der Usability, dem Bereich Audit und Compliance, wollen wir auch den Bereich Isolation in den Bereich des Remote Managements einführen und haben gesagt, dass die Isolation der Anlagen eigentlich notwendig ist. Das heißt, egal ob wir im Bereich IEC 62443 unterwegs sind, egal ob es uns einfach darum geht, Anlagen zu schützen, wir müssen diese auf jeden Fall isolieren. Das heißt, Protokolle müssen konvertiert werden. Wir müssen in der Lage sein, Protokolle zu analysieren. Wir müssen auf unerwünschte Vorhaben reagieren können, die passieren können. Wir brauchen eine Datenflusskontrolle und wir müssen vor jeden Fall aufpassen, dass wir die Maschinen und Anlagen draußen nicht verändern. Das heißt, unsere Lösung für den sicheren Zugriff, und das ist das, was wir machen, ist eigentlich, dass wir das Thema Remote Management revolutionieren wollen, indem wir, wie gesagt, die bekannten Schwachstellen erkennen und versuchen, darauf zu reagieren. Das heißt, unsere Lösung hat als Wartungsbuch gestartet. Das Issue Tracking unterstützt. Das heißt, wir gehen davon aus, wenn ein Zugriff auf eine Maschine passiert, dann immer aufgrund eines Wartungsvorfalles. Das heißt, es wird ein Issue angelegt und darauf reagieren wir. Wir brauchen moderne Verschlüsselung, Authentisierung und vor allem Autorisierung. Wir müssen sicherstellen, wer greift wann, wo, auf welche Systeme zu und was macht er dort.
Mit unserem PLC-Guard sind wir sogar in der Lage, kritische SPS-Anlagen zu schützen, indem wir Quellcode analysieren. Das heißt, während des Uploads auf die Maschine sind wir in der Lage, wirklich in den Quellcode hineinzuschauen und zu überprüfen, ob Ein- oder Ausgänge verändert wurden, die nicht Teil des Wartungsauftrags waren. Und können somit Uploads verhindern oder Änderungen am Softwarestand korrigieren oder sind sogar in der Lage, entsprechende Veränderungen, die nicht absichtlich passiert sind, nachzuweisen. Dann haben wir das Thema Industrial IoT, Sensorik und Maschinendaten. Wie gehen wir mit dem Thema Predictive Maintenance um? Wir selber machen kein Predictive Maintenance, haben aber Interface und Schnittstellen, um anderen Herstellern die Daten zu übergeben und haben zusätzlich auch die Möglichkeit, entsprechend damit interagieren zu können. Durch die vollständige Isolation, durch das, dass wir die Protokolle wirklich komplett trennen, haben wir einen vollständigen technisch isolierten Zugriff geschaffen. Auch ein ganz wichtiger Punkt bei uns ist, dass wir das Identity Management bei uns voll integrieren wollen und auch tun. Das heißt, gerade im Bereich der großen Unternehmen, wo ich Dienstleister, die gerade von extern kommt oder, sage ich mal, Freelancer, die nur zeitweise temporär im Unternehmen tätig sind, wie erlaube ich dort Zugriffe, wenn ich gar keine Dienstverträge oder Ähnliches wie die habe? Wie kann ich so ein geteiltes Berechtigungsmanagement sicherstellen? Und wie kann ich mich in die ins Konzern-Identity Management integrieren, um Berechtigungen zentral zu steuern? Dafür, wie gesagt, haben wir Interfaces. Wir sind auch unseres Wissens nach derzeit einer der ganz wenigen, wenn nicht sogar der einzige Hersteller, der vollständig skalierbar ist. Dadurch können wir einerseits in großen Cloud-Strukturen agieren, aber auch in kleinen Maschinenparks bis zu Einzelunternehmen. Und wir sind ganz besonders stolz auf die Tatsache, dass wir, wie gesagt, umfassendes Audit, Dokumentation und Analysierung von allen Daten und Zugriffen von der Maschine sicherstellen können. Wir sind der Meinung, wie gesagt, OT-Sicherheit ist vor allem auch eine Betreibersache und nicht nur Herstellersache. Das heißt, wir wollen beide Seiten verbinden, damit wir in der Lage sind, Zugriffe auf Maschinen zu erhalten, ohne dabei in irgendein Risiko zu laufen.